Okay, hallo ihr Lieben, guten Abend. Also ich bin Ayadi, also als Ernährungsberater und Personal Trainer. Also ich versuche immer gerne Ernährungs- und Training auch zusammen zu halten. Deswegen ich werde versuchen schnell euch Golden Tipps zu zeigen beim Ernährung. Also ganz Tag, wir hören einfach viele Leute über Diäten oder so. Das werde ich euch einfach ein bisschen abraten, weil wir versuchen einen Weg zu nehmen, wo können wir unsere lebenslang so mithalten. Weg von Erinnerung, wo können wir immer lang so dranbleiben? Weil Diäten, die können wir nicht lang dranbleiben. Okay, sind die Golden Tipps, die sind basiert alle auf dem Unsinn. Ich werde ganz kurz erklären, worum es geht, und dann werde ich direkt euch diese Golden Tipps zeigen. Dann habt ihr das alles. Genau, es geht um Insulin. Also, wenn wir jedes Mal wir essen, unser Insulin geht hoch. Unsere Bauchspeicherdrüse, die produziert unsere Pankreas, also die produziert Insulin. Und Insulin, der füttert unsere Zellen. Und dann der Rest vom Zucker, der füttert die mit Zucker und Eiweiß, und der Rest vom Zucker, der wird auch als Bauchfett. Deswegen, jedes Mal wir essen, unser Insulin geht hoch. Das Problem, wenn Insulin ist hoch, können wir nicht Fett verbrennen, weil es gibt ein anderes Hormon, der arbeitet gegen Insulin, und der heißt Glucagon, und der macht diese Fettverbrennung. Deswegen, um unsere Körper zu zwingen, auf Fett zu greifen, auf unsere Fettreserve zu greifen, also wir haben circa, ihr normaler Mensch hat keine Übergewicht, wir haben bis 100.000 Kilokalorien Fettreserve. Aber unser Körper, der nimmt nur von diesen 1700 Kilokalorien, die wir am Tag essen. Genau, um das zu vermeiden, dass Insulin hochzubringen und auf unsere Fett zu greifen, können wir einfach auf diese Tipps einfach uns ein bisschen dran erinnern und einfach immer dran haben. Also, wir versuchen einfach, weniger zu essen, also weniger Male zu essen. Wir essen das Gleiche, aber halt weniger Male. Also zum Beispiel, was ihr im 5-mal isst, da versucht das nur 3-mal oder nur 2-mal. Also zwischen Mahlzeiten bitte auch nichts essen, damit unser Insulin geht runter. Genau, zwischen Mahlzeiten nichts essen. Wichtig ist, dass wenn ihr was Ungesundes isst, was süßig ist, direkt nach der Mahlzeit, weil in dieser Zeit ist sowieso euer Insulin ist hoch, deswegen könnt ihr direkt das essen, wenn muss, also Schuld davon abraten, aber wenn ihr müsst, zum Beispiel Schokolade essen oder Nachtisch, dann direkt bitte nach dem Essen. Dann habt ihr eure Insulin, danach kann sich wieder stabilisieren. Wenn das Insulin sich stabilisiert und ihr habt Aktivität, ihr macht Aktivitäten, dann werden wir zwingen, unseren Körper auf Fettreserve zu greifen. Genau. Und danach, nächster Tipp ist bitte, wenn ihr keinen Hunger habt, ihr müsst nicht essen. Zum Beispiel beim Frühstücken, wenn ihr morgen aufsteht, ihr habt keinen Hunger, ihr könnt eure Frühstück als Mittagessen nehmen. Denn ihr müsst nicht immer frühstücken. Ihr müsst das nicht immer frühstücken. Deswegen, diese kleinen Tipps, drei kleine Tipps, die werden euch immer lebenslang helfen, weniger Male zu essen, zwischen der Mahlzeit und nicht essen, wenn ihr was Ungesundes isst, bitte direkt nach der Mahlzeit, und dann immer, wenn ihr keinen Hunger habt, bitte nicht essen. Noch ein Tipp, bitte versucht von Kohlenhydraten mehr ballaststoffreiche Kohlenhydrate zu essen. Das ist schon eine kleine Zusammenfassung, und bitte immer dranbleiben, ihr könnt einfach so eure Freunde teilen, das ist extrem wichtig, ihr müsst keine Diät haben, ihr könnt eher essen, schön genießen, ihr könnt auch gleich essen, wie ihr vorher isst auch, aber einfach so ein bisschen schön verteilen. Und auch Qualität von Essen natürlich, ihr könnt weniger Zucker nehmen, das ist auf jeden Fall, aber halt, ich würde euch nicht sagen, nee, bitte kein Zucker nehmen, ihr könnt einfach so ein bisschen verteilen, damit eure Insulin sich stabilisieren können. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen Zusammenfassung, und bitte einfach, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne mich fragen, und ich hoffe, ihr bleibt gesund und fit. Also, macht's gut und ciao!